Regenbogenputtel, du hast tanzen gelernt? Also, wenn das so ist, fordere ich dich heraus zum Dance Battle. Dance Battle? Ich liebe Dance Battles. Möge die beste Tänzerin gewinnen. Regenbogenputtel. Danke, dass ihr aufgeräumt habt, kleine Helfer. Oh, du hast einen verlorenen Schatz gefunden. Mein verschwundener weicher Babykätzchenstrumpf. Danke. Er ist kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ups. Das erinnert mich an die Geschichte von jemandem, der seinen Schuh verloren hat. Regenbogenputtel. So wie Aschenputtel? Genauso wie Aschenputtel. Nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit lebten einmal zwei Schwestern. Regenbogenputtel und Glitzerelda. Der König sucht einen neuen königlichen Tanzpartner und er lädt mich, uns zum Vortanzen ein. Tanzen? Ich kann aber nicht so tanzen wie du, Glitzerelda. Das kann niemand. Mach dir keine Sorgen. So wie ich rumwirbel, wird keiner auf dich achten. Richtig. Und während alle dir zusehen, kann ich in Ruhe tanzen üben. Genau. Also ehrlich gesagt, solltest du wohl lieber zu Hause bleiben. Nur um sicher zu gehen. Tschüssi! Ich wünschte, ich könnte tanzen, ohne hinzufallen. Sagtest du, wünschte? Ich bin dein Feenwunschkater. Ah! Wow, ich habe einen Feenwunschkater? Natürlich. Und ich verlange, dass du zu diesem königlichen Vortanzen gehst und alle mit deinen coolen Tanzmoves wegfegst. Aber immer wenn ich versuche zu tanzen, falle ich hin. Jetzt nicht mehr. Magische Regenbogen-Tanzstiefel. So, Zeit zu gehen, sonst kommst du noch zu spät. Aber... Dann mal viel Spaß, Regenbogenputtel. Tanze so, wie niemand außer dir tanzen kann. Die magischen Stiefel erledigen den Rest. Hoffe ich. Nicht schlecht. Wer ist der Nächste? Ups. Entschuldige. Sensationell. Okay, Stiefel. Mal sehen, was ihr drauf habt. Wow, wow, wow. Hä? Ich bin nicht gefallen? Das waren die magischen Stiefel. Sie lassen mich schweben. Ich kann nicht hinfallen. Stopp die Musik! Regenbogenputtel, du hast tanzen gelernt? Also, wenn das so ist, fordere ich dich heraus zum Dance Battle. Dance Battle? Ich liebe Dance Battles. Möge die beste Tänzerin gewinnen. Beginnt! Du bist dran. Oh, na gut, magische Stiefel. Lass mich nicht hinfallen. Das. Ihr Tanzstil ist außergewöhnlich. Besitzerin dieser Regenbogenstiefel finden.
Am nächsten Tag ließ der Prinz jeden im Königreich die Stiefel anprobieren, bis nur noch ein Haus übrig war. Oh, der Prinz! Ich suche die beste Tänzerin des Königreichs, die Besitzerin dieser Regenbogenstiefel. Das bin dann ich. Das sind ganz eindeutig meine Stiefel. Bist du sicher? Sie sind dir viel zu groß. Ich tanze gerne in großen Stiefeln. Das hält mich locker. Seht ihr? Oh, hallo. Würdest du gerne die Stiefel anprobieren? Oh, na schön. Hier. Nein, danke, Glitzerelda. Ich werde so tanzen, wie nur ich es kann. Wird schon schief gehen. Du warst es. Diese Tanzmoves erkenne ich überall. Du bist die interessanteste und unterhaltsamste Tänzerin, die ich je gesehen habe. Bitte, sag, dass du für jetzt und für immer meine königliche Tänzerin sein wirst. Sehr gern. Aber nur, wenn meine Schwester Glitzerelda mittanzen darf. Damit sie von dir tanzen lernen kann, natürlich. Was? Ernsthaft? Und sie tanzten zusammen vergnügt für immer und ewig. Zu Ende. Oh, tolle Geschichte, True. Wo ist denn jetzt mein weicher Kätzchenschuh? Ich glaube, ihm passt er einfach ein bisschen besser, Bee. Sie sind wirklich süß. Fast so süß wie ein Kätzchen, das ich kenne. Wenn sie aufwachen, will ich ihn aber zurück. Oh, Bee. Warte, Locchio. Seid ihr alle bereit für die Geschichte? Ja, oh, Moment. Jemand sitzt auf meinem Schwanz. Oh, oh nein, das war ich ja selber. Hey, bist du etwa noch länger geworden? Probleme mit deinem Schwanz? Das ist genau wie in Bartolocchio. Ein Moment mal. Ist das wie die Geschichte von Pinocchio? Es ist ganz genau so, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein alter, einsamer Puppenmacher namens Sepetto. Ja, schon wieder gewonnen. Schon wieder gewonnen, schon wieder gewonnen, schon wieder gewonnen. Ah, Bartolocchio, ich wünschte, ich hätte einen richtigen Freund, mit dem ich spielen kann. Ta-ta-da-da! Wow, eine Feenprinzessin. Ja, das bin ich. Ich bin hier, um dir deinen Wunsch zu erfüllen, denn genau das tun Feenprinzessinnen. Wirklich? Du wirst meine Freundin und wirst mit mir spielen? Beinahe richtig. Pass auf. Yippidi, yappidi, babbeli, boo. Wir sind am Leben und jetzt bist's auch du. Hey, ich kann mich bewegen. Wow, ich bin lebendig. Und hungrig. Gibt's hier Snacks? Wow, du hast meine Puppe in einen echten Spielkameraden verwandelt. Mit echtem Fell, echten Schnurrhaaren und einem echten Bauch, der ganz schön Hunger hat. Und sieh mal, was ich alles machen kann. Bin ich nicht eine talentierte Katze? Natürlich bist du das. Das habe ich gut gemacht. Okay, ich habe noch andere Feenprinzessinnen-Aufgaben. Man sieht sich. Und denk dran, sei ein braves Kätzchen. Mach's gut und danke für den fantastischen Schwanz. Ein echter Freund. Was sollen wir zuerst machen? Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Okay, nicht bewegen. Bin immer noch hungrig. Oh, was ist das denn, Knuspriges? Köstlich! Was ist das? Fischpusti-Cracker? Ich liebe Fischpusti-Cracker! Oh-oh, Sepetto sagte nicht bewegen. Was, wenn er sauer wird und die Feenprinzessin das mitbekommt? Vielleicht verwandelt sie mich dann wieder in eine Puppe.
Guck mal, ich hab dir diese ganzen... Was ist denn hier passiert? Hast du dieses Chaos angerichtet? Chaos? Welches Chaos? Etwa dieses kleine Chaos? Nein, das war ich sicher nicht. Ah! Dein Schwanz, er ist gerade gewachsen. Was? Nein, ist er nicht. Da, schon wieder. Also selbst wenn, ist das nicht meine Schuld. Ah! Scheint so, als würde dein Schwanz wachsen, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Aber ich lüge nie. Ah! Ich bin die ehrlichste Katze, die es gibt. Ah! Und sollte ich jemals lügen, würde ich wohl damit aufhören. Ah! Denn ehrlich gesagt ist Lügen etwas ganz Schreckliches. Und ich würde niemals über das Lügen lügen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur mal kurz meine Pfoten waschen. Danke. Warte! Bartolocchio! Lauf nicht weg! Komm zurück! Bedauerlicherweise haben wir gerade mit Betriebsverzögerung zu kämpfen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Hey, was dauert das so lange? Ich sagte, wir bedanken uns für Ihre Geduld. Okay, Menno. Bartolocchio? Bartolocchio, ich hab dich gefunden. Zum Glück geht es dir gut. Ja. Gesund und munter. Wieso können Sie nie hören? Wer, ich? Nein, du meinst eine andere Katze. Lügst du etwa schon die ganze Zeit, seit du am Leben bist? Nein, 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 nicht die ganze Zeit. Nur immer dann, wenn ich rede. Mein Schwanz, er ist ja geschrumpft. Du musst einfach nur die Wahrheit sagen. Ich hatte Angst, du würdest mich in eine Puppe zurückverwandeln, weil ich ein böses Kätzchen war. Ich finde ein bisschen Chaos nicht so schlimm, solange du mein Freund bist. Wirklich? Dann war ich das alles. Ich habe die Snacks gegessen, den Saft getrunken. Ich habe alles umgestoßen, als ich getanzt habe. Und als ich gesagt habe, ich würde nicht lügen, war das eine Lüge. Cooler Limbo. Entschuldigt, ich wollte eure Tee-Party nicht stören. Entschuldigt die Unannehmlichkeit. No. Na, alles klar. Wir fahren weiter. Ich liebe es, am Leben zu sein. Das war ich auch. Wollen wir eine Runde spielen? Und so lebten sie für immer aufrichtig zusammen. Zu Ende. Tolle Story, True. Vor allem der Teil, wenn die Feenprinzessin den Tag rettet. Danke. Findest du deinen Schwanz immer noch zu lang, Bartleby? Nein, er ist absolut perfekt, so wie er ist. Du würdest doch nie irgendwelchen Ärger machen, oder? Hör auf, mich zu kitzeln. Okay, das reicht jetzt. Gerade noch habe ich vor allen von dir geschwärmt. Also hör jetzt auf. Okay, stopp. Rotkäppchen Mila. Okay, kleine Helfer, es ist Zeit für einen Snack. Einer für dich, einer für dich, einer für dich und einer für dich. Hey, du bist kein kleiner Helfer. Was hat mich verraten? Mein großes Lächeln? Meine schönen großen Augen? Du kannst nicht so tun, als wärst du jemand anderes, Bee. Nicht mal der große böse Wolf konnte das. Du meinst den großen bösen Wolf in der Geschichte von Rotkäppchen? Genau den meine ich. Es ist nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein kleines Mädchen, das munter durch den Wald hüpfte, bis es auf einen großen, bösen Wolf traf. Oh nein, ein großer, böser Wolf. Das ist kein Wolf. Das ist mein Froggy. Oh, was soll der Korbrotkäppchen, Mila? Oh, der König hat Schnupfen und ich bringe ihm meine topgeheime Schnupfenlösung. Bye! Wenn ich diese Schnupfenlösung hätte, könnte ich damit den König heilen? Dann wäre ich eine Heldin! Rotkäppchen Mila, warte! Ihr habt gerufen, Milady? Griselda zeigte Rotkäppchen Mila eine Abkürzung zur Hütte des Königs. Aber in Wirklichkeit war es ein Umweg. Griselda erreichte also als Erste die Hütte. Sie hatte den Plan, Mila und den König, der einen üblen Schnupfen hatte, auszutricksen. Oh, meine Birnen schmerzen. Meine Nase ist ganz verstopft. Klopf, klopf!
Patschi, Patschi. Ich hörte, ihr seid krank. Oh nein! Liegt ihr etwa im Bett? Oh nein, 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 nein. Ihr müsst euch irgendwo reinkuscheln, wo es bequem ist. Und gemütlich. Vielleicht in eine Schublade. Eine Schublade? Oh ja, Schubladentherapie. Eine sehr gut funktionierende Kur bei Schnupfen. Ich habe noch nie davon gehört, aber ich würde alles versuchen, um ihn loszuwerden. Patschi, Patschi. So ist es gut. Total kuschelig und gemütlich. Bleibt liegen, bis ich euch raushole. Wer klingelt denn da an der Tür? Oh nein, ihr Armer. Jetzt hört ihr schon Dinge. Wir schieben euch besser schnell zu. Kommen wir zum lustigen Teil, dem Makeover. Perfekt. Jetzt siehst du genauso aus wie der König. Ich kann das so unfassbar gut. Komme! Denk dran. Mila muss denken, dass du der König bist, damit sie dir, besser gesagt mir, ihre berühmte Schnupfenlösung gibt. Verhalte dich königlich. Du bist ein König, auf keinen Fall ein Hund. Hi, du hast es geschafft. Wie bist du so schnell hergekommen? Ich, hab mir solche Sorgen um den König gemacht, dass ich eine noch kürzere Abkürzung genommen habe. Ja, das ergibt Sinn. Dann schauen wir uns den Patienten doch mal an. Wie geht es euch, eure Hoheit? Also das klingt nicht wie der König, den ich kenne. Tut es nicht? Nein, das klingt nach einem König, der sehr, sehr krank ist. Ihr seht auch gar nicht gut aus. Was für große Welpenaugen ihr doch habt. Ja, damit kann man hervorragend sehen. Und welch eine klebrige Zunge ihr habt. Perfekt, um dich abzulecken. Und was für ein glänzendes Halsband ihr tragt. Glänzendes Halsband? Gut, um damit... ich habe keine Ahnung. Nur zwischen uns beiden. Der König sieht wirklich schlecht aus. Ja, weil er krank ist. Schnell, gib mir deine geheime Schnupfenlösung. Eure Hoheit, runter! Hey, das ist nicht der König. Das ist der große, böse, kleine, sabberige Wolf. Nein, das ist der König. Hör dir nur sein königliches Bellen an und sieh nur sein königlicher Schwanz und... Oh, was soll's? Tut mir leid, Mila. Ich wollte diejenige sein, die dem König auf die Beine hilft. Also wollte ich dir deine geheime Schnupfenlösung abluchsen. Das ist alles? Warum hast du nicht gefragt? Wir können sie ihm doch zusammengeben. Wirklich? Also, wo ist unser König? Ups, fast vergessen. Er ist da drin. Schubladentherapie. Mhm, sehr schlau. Prächtiger Morgen. Ist die Schubladentherapie schon vorbei? Hab ich immer noch Nicht mehr lange, denn Mila und ich und Fruki haben eine Schnupfenlösung, die euer Cape flattern lässt. Ich präsentiere ein Ei. Natürlich. Was hast du denn erwartet? Keine Ahnung. Suppe? Vitamine? Ein Zaubertrank? Wie soll ein Ei eine verstopfte Nase entstopfen? Pass auf. Ugh, das war allein Milas Idee. Ich hatte wirklich nichts damit zu tun. Nachtblaue Nasenpassage. Ich kann atmen. Klappt jedes Mal. Und sie lebten schnupfenfrei bis ans Ende ihrer Tage. Zu Ende. Weißt du, was Baby-Stinkys außer verstopften Nasen noch leer räumen können? Nein. Was? Räume! Oh, ich bin einfach zu witzig, nicht wahr? Die Fischpustipoten. Hier sind die Märchenstunden-Snacks. Für mich? Vielen Dank, Bartleby. Mir war gar nicht bewusst, dass du Fischpusti-Cracker magst. Sonst hätte ich eine größere Schüssel mitgebracht. Ich liebe Fischpusti-Cracker. Ich kann nie genug davon kriegen. Das dachte König Bibi auch, als er plötzlich Fischpusti-Pfoten hatte. So wie die Geschichte von König Midas und seiner goldenen Hand? Es ist genau wie diese Geschichte, nur etwas anders.
Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase, zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit gab es einen König namens Bibi, der Fischpusti-Cracker einfach liebte. Njam, njam, njam. Ich liebe meine Fischpusti-Cracker. König Bibi, alle warten darauf, meine Statue zu sehen. Oh, richtig. Okay, liebe Bewohner, heute werden wir eine großartige glitzernde Statue enthüllen, gezaubert nach meinem Auftrag von unserer königlichen Künstlerin, meiner besten Freundin True, um die große Fee Griselda zu ehren. Marmor, sehe wundervoll aus. Sehr realistisch, True. Warte nur, bis wir den Brunnen anstellen. Passt auf, Leute! Rennt weg, rennt weg! Wow, das war knapp. Wir sind fast nass geworden. Er hasst es, nass zu werden. Seltsam. Wie auch immer, ich liebe meine Statue und will euch auch etwas Gutes tun, und zwar, indem ich euch einen Wunsch gewähre. Was ist euer Herzenswunsch? Ja, im Moment wünsche ich mir mehr Fischpusti-Cracker. Wirklich? Sicher, dass ihr keinen größeren Palast wollt? Oder die Macht, alles, was ihr berührt, in Gold zu verwandeln? Nee. Aber wie wär's damit? Alles, was ich berühre, wird zu Fischpustis. Du möchtest Fischpusti-Pfoten. Ja, bitte mach meine Pfoten magisch. Wie du willst. Hat das geklappt? Sollten die jetzt nicht glitzern oder so? Du hast dir Fischpusti-Pfoten gewünscht, keine Glitzerpfoten. Probier's mal aus. Oh no. Wow, es klappt! Danke, du bist die beste Fee aller Zeiten! Ich weiß. Viel Spaß, König Bibi. Vielen Dank für die Statue. Bis bald, Fee Griselda. Zeit, noch mehr Fischpusti-Cracker zu machen. Hallo. La 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 la. Wieso lächelt ihr denn falsch rum? Ihr habt meinen Hut gegessen. Ihr habt das letzte Kapitel von meinem Buch gegessen. König Bibi, ich weiß, ihr liebt es, Dinge in Fischpustis zu verwandeln, aber die Leute wollen ihre Sachen zurück. Aber ich habe Fischpusti-Pfoten. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Nein, warte! Ich habe meine beste Freundin in einen Fischpusti-Cracker verwandelt. Ich muss das rückgängig machen. Wie schaffe ich das? Mit meinen Hinterpfoten? Umgekehrte Kreuzpfoten? Wunschlöschung? Man muss das Ganze doch rückgängig machen können. Oh, ich weiß. Fee Griselda! Hilfe! Oh, seht euch das an. Ihr habt eine neue Statue. Wie schön. Das ist keine Statue. Ich habe meine True in einen Cracker verwandelt. Bitte, gute Fee, verwandle meine Freundin wieder zurück. Ich bin zwar die große Fee Griselda, aber selbst ich kann das nicht. Wieso nicht? Nur ihr habt die Macht, True zurückzuverwandeln, Bibi. Aber dafür müsst ihr eure Fischpusti-Pfoten aufgeben. Für immer. Aber ich habe gerne Fischpusti-Pfoten. Aber noch lieber habe ich meine Freundin. Okay, tu es. Entferne die Fischpusti-Pfoten. Für immer. So funktioniert das leider nicht. Ihr müsst sie reinwaschen. Klar, das klingt einfach. So nicht, König Bibi. Ihr müsst baden. Im Wasser. Oh nein, bitte alles nur das nicht. Wie ihr wollt. Viel Spaß mit eurer Cracker-Freundin. Schon okay, True. Wir überlegen uns was. Knuddeln? Oh, wem mache ich was vor? Ich möchte lieber meine knuddelbare Freundin zurückhaben, als einen endlosen Vorrat an knusprigen, leckeren und äußerst deliziösen Fischpusti-Crackern. Aschbombe! Oh, mein Hut ist wieder ein Hut. Mein Buch ist wieder ein Buch.
Mein Haus ist wieder ein Haus. Hey, wo ist mein Türknauf? Ich bin wieder ich. Ja! Ich hab's geschafft. Ich hab dich zurückverwandelt. Hast du meinen Mut bemerkt, True? Ich bin direkt ins Wasser gesprungen. Hast du das gesehen? Das hab ich, Bee. Knuddeln? Aber was, wenn... Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und sie lebten für immer glücklich und zufrieden. Zu Ende. Ich hab dich geliebt, True. Bin ich froh, dass du kein Cracker bist. Der König hätte sich Glitzerpfoten wünschen sollen. Seht ihr? Super hübsch. Griselda Löckchen und die drei Yetis. Seid ihr bereit für die Märchenstunde? Ja! Stopp! Einen Moment! Ich muss es mir erst bequem machen. Könntest du vielleicht rüberrutschen? Ich hab's gleich. Ja. Oh. Ach, so passt es. Okay, es ist genau richtig. Oh. Jetzt bin ich total vollgesabbert. Klingt, als wäre alles genau richtig für unsere Geschichte. Griselda-Löckchen und die drei Yetis. So wie Goldlöckchen und die drei Bären? Es ist genau wie die Geschichte, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit saßen ein Yeti-Papa, eine Yeti-Mama und ein Yeti-Kind zusammen, um leckeres Yummy-Bären-Porridge zu essen. Aber es war zu heiß. Also beschlossen sie, einen schönen Spaziergang durch den Wald zu machen, damit das Porridge abkühlen konnte. Sie schwangen wohl eher durch den Wald. Da kam Griselda-Löckchen vorbei. Oh, Froki, was für ein schöner Tag für einen Spaziergang durch den Wald. Irgendwas riecht hier lecker. Hast du Hunger, Froki Schmoki? Oh? Vielleicht geben uns die Leute in diesem, Haus irgendetwas zu essen. Lass uns charmant sein. Überraschungsbesuch einer Prinzessin. Ich bin es, Griselda Löckchen. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Tja. Wer auch immer hier wohnt, wird enttäuscht sein, den Überraschungsbesuch einer Prinzessin verpasst zu haben. Hast recht, Froki. Wir sollten warten, bis sie zurückkommen. Das ist das Mindeste. Au, dieser Stuhl ist zu hart. Was ist mit diesem? Au, der ist zu weich. Der vielleicht? Er ist ganz in Ordnung. Etwas schlicht vielleicht. Er braucht mehr, Glitzer. Wie bitte, Froki? Sagtest du Yummy-Bären-Porridge? Wie nett, uns etwas vorzubereiten, falls wir vorbeikommen. Zu heiß. Zu kalt. Nicht schlecht, aber es braucht mehr Regenbogen. Frukilein, ich fange an, ein Muster zu sehen. Ein super langweiliges Muster. Fruki? Ganz genau, Froki. Wir sollten umdekorieren. Sie bekommen ein Griselda-Löckchen-Glitzer-Spezial-Makeover. Richtig so, Grismus. Bringt mir all mein Prinzessinnen-Deko-Zeug. Mal das nochmal. Mehr ist mehr. Glitzer, viel mehr Glitzer. Gut gemacht, Grismus. Jetzt ist es genau richtig. Froki, ist das nicht Perfektion? Gute Idee, Frukilein. Ein kleines Schläfchen ist nach der ganzen Arbeit genau das Richtige. Grismus, abtreten. Der perfekte Platz für ein Schläfchen. Das haben wir so gut gemacht. Oh, sie werden sich darüber so freuen. Als die Yetis zurückkamen, wunderten sie sich sehr, weil anscheinend jemand in ihrem Zuhause gewesen war. Nein! Der Stuhl von Papa Yeti war voller Kristalle. Papa Yeti mag keine Kristalle. Und das Porridge von Mama Yeti war voller Regenbogenstreusel. Oh, das geht ja gar nicht.
Das Yeti-Kind hörte, dass jemand in seinem Bett lag und schlief. Schrecklich. Hi! Hi! Ich bin Prinzessin Griselda, Löckchen. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Naja, wie dem auch sei, ich habe euer Zuhause etwas aufgepeppt und... gern geschehen. Ich wusste, dass es euch richtig gut gefallen würde. Moment, halt mal kurz an. Es hat Ihnen gefallen? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Yep, Yetis mögen Sachen Yeti-mäßig und glitzernd. Wer mag denn bitte keinen Glitzer? Und alles war genau richtig. Zu Ende. Tolle Geschichte, True. Nicht zu lang, nicht zu kurz und ganz genau die richtige Menge an Prinzessinneninhalt. Oder was denkst du, Frookie-Line? Die Geschichte ist zu Ende. Ich hab's mir endlich bequem gemacht. Alles ist genau richtig. Oh, Bartleby. Du hast doch noch eine Geschichte, oder? Was? Der Kater und die Pustiranke. Fischpustis. So groß und zum Liebhaben und köstlich. Hast du schon wieder von einem riesigen Haufen Fischpustis geträumt? Viel besser. Ich träumte nämlich von einem gigantischen Fischpusti. Er war so groß, True. Wirklich gigantisch. Ein extra großer Cracker voller pustiger Fischigkeit. Hast du etwa von der Geschichte mit der Katze und der Pustiranke geträumt? Pustiranke? Das klingt ja genauso wie Hans und die Bohnenranke. Ganz genau diese Geschichte, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer, langer Zeit lebte ein süßer Kater namens... Bartleberry. Nennen wir ihn Bart. Bart liebte es, Fischpustis zu essen. Ich liebe es, Fischpustis zu essen. Na, ihr Küken, esst ihr auch so gerne Fischpustis wie ich? Der gutherzige Bart teilte seine Fischpustis mit den Küken. Hä? Muss ich teilen? Na gut, hier bitte. Ihr seid aber auch süß. Vergesst nicht zu teilen. Oh, seht sie euch an. Der Rest ist aber für mich. Was wollt ihr? Nein, denkt daran, wir müssen teilen. Ihr habt mir einen Fischpusti übrig gelassen? Naja, könnte man als Teilen bezeichnen, theoretisch. Oh, wundervoll. Ich hoffe, er schmeckt genauso gut, wie er aussieht. Oh, au! Ich hab mir fast den Zahn am Pusti ausgebissen. Unser Kater konnte ja nicht ahnen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Fischpusti handelte. Es war ein magischer Pusti. Riecht fischig, wirkt pustig und es ragt bis in den Himmel hinauf. Es ist eine riesige Fischpusti-Ranke. Ich wette, da oben gibt es tausende Fischpustis. Ist das hoch, wirklich hoch. Mal sehen, ob ich es bis ganz nach oben schaffe. Oh nein, nur das nicht, bitte. Bart kletterte so schnell er konnte, um als Erster an der Spitze der Ranke zu sein. Ihr Küken schafft es also nicht an die Spitze, hä? Gut, ihr hattet euren Spaß. Jetzt hole ich mir meinen riesigen Fischpusti. Wie
Fu-Fam-Yam-Yam-Yam-Yam. Okay, was war das? Ein riesiges Schloss, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Fi-Fi-Fu-Fam-Yam-Yam-Yam-Yam. Ich hab es eilig. Fi-Fi-Fu-Fam-Yam-Yam-Yam-Yam. Fi-Fi-Fu-Fam. Hallo, Herr Riese. Tut mir leid, dass aus meinem Pusti eine Ranke gewachsen und durch Ihre Wolke gebrochen ist. Ich nehme mir einfach diesen winzig kleinen Pusti und verschwinde. Bitte essen Sie mich nicht. Mmh. Yum, 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 yum. Das hätte mir ja klar sein müssen. Jeder liebt Fischpustis. Lebe wohl, riesiger Fischpusti. Ich werde dich vermissen. Komm, Küken. Zeit, nach Hause zu gehen. Also kletterte Bart wieder hinunter, ohne den riesigen Fischpusti. Was für eine furchtbare Geschichte. Ich will eine andere. Psst, sie ist noch nicht zu Ende. Warte ab. Jetzt kommt der beste Teil. Fi-Fi-Fu-Fam. Yum, 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 yum. Nein, Herr Riese, ich schmecke nicht. Ich meine vielleicht, aber eher nicht. Ich bin bestimmt schlecht verdaulich. Teilen! Du hast all die Riesenfischpustis gepflückt und du willst sie teilen mit mir? Und so teilten sie die riesigen Fischpustis, die größten, knusprigsten, fischigsten Fischpustis, die Bart jemals probiert hatte. Fi-Fi-Fu-Fam! Yum, 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 yum. Es ist einfach alles perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch einen großartigen, fantastischen, unvorstellbaren Snack. Und so hörte man sie noch lange glücklich mampfen. Zu Ende. Weil sie über einen netten Riesen war und übers Teilen? Nein, weil es darum ging, riesige Fischpustis zu züchten. Komm schon, Pusti, werd groß und stark. Los geht's! Oh, warte, wie! Drei kleine Yetis. Komm schon, Bee, wir feiern heute eine Party. Oh, stell dir mal vor, wie toll es wäre, zu richtiger Musik zu tanzen. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass Bingo Bongo hier auftaucht. Er wird es heute Abend hier richtig krachen lassen. Ganz genau wie in der Geschichte von Bingo Bongo und den drei kleinen Yetis. Ist das etwa so wie in Die drei kleinen Schweinchen? Denn ich liebe diese Geschichte. Es ist genau wie diese Geschichte, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit lebten drei kleine Yetis, die eine Tanzparty schmeißen wollten. Also bauten sie ein Partyspielhaus aus Blättern. Als sie mit allem fertig waren, kam jemand aus dem Wald. Oh, ich weiß es. Ein großer, böser Wolf. Wirklich groß und haarig. Mit riesigen Fangzähnen. Nein, nicht ganz. Aber wer war's dann? Hi, Leute. Bingo Bongo! Tanzparty! Tanzparty! Ihr wollt eine Tanzparty in eurem Spielhaus veranstalten? Dann bin ich euer DJ! Yeah. Hoch den Daumen, schwing die Hüfte und dann pusten wir das Dach weg! Huh? Das bedeutet, ich werde klasse spielen! Yay! Yeah. Bingo Bongo hob seinen Daumen, schwang die Hüfte, bis schließlich... Yeah. Es tut mir leid. Ich wollte euer Spielhaus nicht kaputt machen. Ich gehe besser. Die drei kleinen Yetis versuchten es nochmal. Diesmal bauten sie ein stabileres Haus aus Ästen. Yeah.
kleine Yetis. Ich habe Yummy-Bären-Kekse mitgebracht, weil ich euer Spielhaus kaputt gemacht habe. Oh, ihr habt ein neues gebaut. Dann gehe ich mal lieber wieder. Nein, nein, ich kann nicht spielen. Wenn ich den Daumen hebe und die Hüfte schwinge, dann puste ich euer Dach weg. Aus Versehen. Bitte. Okay, okay, für euch spiele ich doch gerne. Ich heb den Daumen, schwinge die Hüfte und dann puste ich das Dach weg. Aber nicht wirklich. Yeah. Bingo Bongo hob seinen Daumen, schwang die Hüfte, bis schließlich... Yeah! Oh nein, ich hab schon wieder das Dach weggepustet. Ich bin schrecklich. Bingo Bongo tat es leid, dass er auch das zweite Spielhaus zerstört hatte. Aber die Yetis probierten es nochmal. Die drei kleinen Yetis bauten ein drittes Spielhaus. Diesmal war es ein riesiger Pilz. Yeah! Als sie fertig waren, riefen sie nach ihrem Freund Bingo Bongo. Hey! Bingo! Danke! Hier ist nur ein Busch. Es gibt nichts zu sehen. Nein, wirklich, ich kann nicht für euch spielen. Oh, ihr mögt es anscheinend, Häuser zu bauen. Aber ich hebe den Daumen, schwinge die Hüfte und dann puste ich das Dach weg. Okay, okay. Für euch spiele ich und dann puste ich das Dach weg. Okay, okay, ich spiele. Bingo Bongo hob seinen Daumen und schwang die Hüfte. Und dieses Mal blieb das Dach, wo es war. Zu Ende. Ist er das True? Ist das der Bingo Bongo? Hi True! Hi Bartleby! Tanzparty, Tanzparty! Bitte! Okay, okay, für euch spiele ich doch gerne. Ich hebe den Daumen, schwinge die Hüfte und dann puste ich das Dach weg. Oh, also aber nicht wirklich. Alles klar! Stell dir mal vor, Bingo Bongo würde so laut spielen, dass das ganze Haus wackelt und das Dach wegfliegt. Was könnte das passieren? Sorry. Der Steinkindkönig. Bist du bereit? Bereit. Also ich habe keine Ahnung. Oh, ich weiß, wer du bist. Kiumelo. Richtig geraten, True. Du bist dran. Oh, ich weiß es. Du bist ein Yeti. Du hast recht, Bartleby. Du bist dran. Okay, okay, ich weiß was. Ich bin so gut darin, wie ein Steinchen still zu sitzen. Das kann ich. Ups, ich hab's gerade verraten, oder? Ja. Es macht Spaß, mal kurz jemand anderes zu sein. Ich kenne eine Geschichte darüber. Ja, es erinnert mich an den Froschkönig. Ich kenne auch genauso eine Geschichte. Nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein König, der an die entferntesten Orte in seinem Königreich reiste, um seinem Volk zu helfen. Der Nächste. Mein Springseil ist verknotet. Ich liebe es, den Leuten zu helfen.
wenn das bedeutet, dass ich dafür den ganzen Tag auf diesem Thron sitzen muss. Mein Ballon ist ganz... Wer ist der Nächste, mein hilfreicher Herold? Das war's, mein König. Niemand mehr da, der eure Hilfe benötigt. Moment, entschuldigt, entschuldigt. Es gibt da noch jemanden. Ich sehe wieder was. Und, bin ich jetzt fertig? Ich sehe kurz nach. Ach, irgendjemand braucht immer Hilfe. Oho, was für glückliche Geräusche. Ah, seht nur. Es muss so schön sein, ein glückliches, sorgloses Steinkind zu sein und in der Lagune herumzuspringen. Oh, nein, nein, hört bitte nicht auf. Ach, habt einfach weiter Spaß. Ich bin schon weg. Tja, dann werde ich mal weiter meinem Volk helfen. Aber vielleicht habe ich Zeit für einen kleinen Sprung. Dann verwandle ich mich mal in etwas Sprunghaftes. Der König wird so zufrieden sein. Niemand will noch irgendetwas. Also, ich meine, fast niemand. Eure Hoheit, gute Nachrichten. Nur noch eine Bitte. Also diesmal wirklich. Eure Hoheit? Wo ist er hin? Das königliche Zepter? Aber wo ist der König? Er lässt es nie zurück. Eure Hoheit, wo seid ihr? Ich habe euer Zepter gefunden, falls ihr es gesucht habt. Oh, hallo, kleines Steinkind. Hast du den König gesehen? Tut mir leid, Kleiner. Ich spreche deine Sprache nicht. Oh, ich glaube, ich verstehe dich. Du hast eine Bitte für den König. Er kann dir bestimmt helfen. Aber wir müssen ihn erst finden. Oh, tut mir leid, Kleiner. Das Zepter des Königs darf nur vom König verwendet werden. Aber keine Angst, er muss hier irgendwo sein. Eure Hoheit, wo seid ihr? Es gibt nur noch eine Bitte. Oh, und deine natürlich. Eure Hoheit, wo seid ihr? Du hast versucht, dir das königliche Zepter zu schnappen, oder? Ich muss besser darauf aufpassen. Hey, meine Trompete! Komm wieder zurück! Hab sie! Du schwebst? Seid ihr es, eure Hoheit? Ich war es die ganze Zeit. Eure Hoheit, es tut mir so leid. Ich wusste es nicht. Nein, nein, ich muss mich wirklich bei dir entschuldigen, mein treuer Herold. Nächstes Mal sag ich Bescheid, wenn ich rausgehe. Und in was ihr euch verwandelt. Das ist ein feilchenblaues Versprechen. Du darfst zum Spaß übergehen, sind all deine Pflichten geschehen. Es gibt wirklich nur noch eine letzte Bitte, versprochen. Ach je, ich hoffe, niemand musste sehr lange warten. Bitte, hol sie rein. Nun, eure Hoheit, der letzte Bittsteller bin ich. Ich wollte euch fragen, ob wir in der Spring-Spring-Lagune springen wollen. Aber natürlich, das wollte ich schon den ganzen Tag über machen. Lass uns los, springen! So sprangen der König und der Herold fröhlich zusammen den lieben langen Tag zu Ende. Ich würde super gerne so rumspringen. Wie lustig! Bartleby, du bist ein Steinkind? Ha! Ich hab doch gesagt, dass ich richtig gut bin. Beste Steinkind aller Zeiten. Stimmt doch, oder? Die Geschichte war steinstark. Ein königlicher Gestank. Hey!
willkommen, Freunde! Es ist königlicher Wunschtag. Also, was werdet ihr euch heute von eurem König wünschen? Oh, Regenbogenkönig, wir lieben die Farbe des Himmels zwar, aber wir haben überlegt, ob er vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr folgende Farbe haben könnte. Lila? Grün? Was? Ich will aber bitte grün haben. Aber sicher. Morgen werde ich den Himmel mit einem Regenbogen schmücken, der wunderschön in allen Farben erstrahlen wird. Ihr seid der beste Regenbogenkönig. Hallo, Eure Majestät. True. Bartleby, bitte kommt zu mir. Sehr gerne, Regenbogenkönig. Ich wusste gar nicht, dass am königlichen Wunschtag so viele Wünsche kommen würden. Es ist nie gut, wenn Sie das machen. Ich bin gleich wieder da. True, Bartleby, folgt mir bitte. Saphir immergrün. Er macht es schon wieder. Wer macht was schon wieder? Mein Cousin Düstergrau. Er ist ein sehr düsterer Zeitgenosse. Er kann nichts dagegen tun. Kann ich helfen, ihn aufzumuntern? Oh, danke schön, True, aber er ist mein düsterer Cousin. Und ich denke, ein freundliches Gespräch sollte helfen. Allerdings sollte ich das führen, bevor alle in Regenbogenstadt bedrückt sind. Aber was ist mit dem königlichen Wunschtag? Oh, du hast recht. Jemand muss sich heute ihre Ideen und Probleme anhören. Oh, True, du kannst das machen. Was, ich? Wirklich? Aber sicher. Die Bewohner lieben dich doch und vertrauen dir völlig. Alles, was du brauchst, sind eine Krone und ein Zepter. Es macht Spaß, damit zu winken und auf Dinge zu zeigen. Fröhlichen königlichen Wunschtag. Sehr königlich. Das macht ja wirklich Spaß. Wie sollte eine Königin sich hinsetzen, Bee? Keine Ahnung, ich war noch nie eine Königin. Okay, ich probier's einfach. Du bist ein Naturtalent. Eure Königin ist bereit. Entschuldigt, Fräulein Königin. Mein Problem ist, dass ich immer wieder in Yetis renne, die Straße überqueren. Ihr solltet dieses Achtung-Yeti-Schild benutzen. Ich danke euch, Königin True. Hey! Oh ja, das erste königliche Problem gelöst. Gib mir die Pfote, schlag ein. Oh, einen Moment, vielleicht machen Königinnen das Diese nicht. Diese Königin schon. Ha. Ja, sie macht es. Ich hatte einen großen bunten Ballon, aber er ist geplatzt. Dann brauchst du einen neuen großen bunten Ballon. Oh, sicher. Warum nicht? Das ist toll. Wusste ich doch, dass ich meinen Namen gehört habe. Bist Königin, Eure Hoheit Truman? Mein Name ist Bila und ich habe ein süßes kleines Tierchen im Wald gefunden. Darf ich es behalten? Aber natürlich, Mila. Ich liebe Haustiere. Hurra! Oh, und kann ich ihn ausführen, wann immer ich möchte? Rund um die Uhr. Haustiere mögen Spaziergänge. Wow, danke. Du bist die beste Königin, die das Regenbogenreich je hatte. Mach's gut. Snack. Okay, wer ist der Nächste mit einem Anliegen? Der königliche Wunschtag ist zu Ende, Bee. Das hat Spaß gemacht. War aber auch wirklich sehr anstrengend. Seltsam, ich war noch nie munterer. Warte, Bee. Hi. Okay, wir bearbeiten noch ein letztes Anliegen. Eure Hoheit, bitte kommt ganz schnell. Wir haben einen Notfall. Düstergrau, mein lieber Cousin, warum bist du so düster? Es ist ein toller Tag. Die Sonne sticht mir in die Augen. Und die Vögel zwitschern. Immer das gleiche Lied, wieder und wieder und wieder. Das macht mich alles so schrecklich düster. Ich bin wirklich sehr schlecht drauf. Alles nimmt hier seinen Lauf. Lasst mich doch bitte nur in Ruhe. Glücklich sein macht mich frustriert.
passiert. Ich bin davon irritiert. Ich will schlechte Laune haben, also lasst mich doch. Woher hast du dieses Düsterzepter, Graui? Onkel Grantig hat es mir zu meinem millionsten Geburtstag geschenkt. Juhu, das war nicht das, was ich wollte. Düstergrau, warte! Oh mein Gott, das ist schlimm! Wow, was ist das für ein schrecklicher Gestank? Das ist der Notfall. Der Gestank ist so übel, dass alle aus dem Park flüchten. Wow, der Gestank ist fantastisch. Wie ein überreifer alter Käse. Du magst das? Das ist der übelste Gestank, den ich je gerochen habe. Woher kommt das denn? Mila? Oh nein, das ist das süße kleine Tierchen aus dem Wald, das sie Gassi führen wollte. Hi, Mila. Königin Truth. Eure majestätische Hoheit, ich meine Ma'am. Ich weiß, ich sagte, du könntest dein Tierchen rund um die Uhr ausführen. Er ist jetzt mein Haustier. Meine Mutter nennt ihn Stinky. Ist er nicht süß? Entschuldigt bitte. Sicher. Aber kannst du denn Stinky nicht riechen? Nein, meine Nase ist verstopft. Ich rieche leider gerade gar nichts. Warum? Riecht Stinky etwa wie ein wundervoller Strauß Blumen? Sogar noch besser. Also, ich habe nachgedacht. Ein großes Haustier wie dieses hätte doch bestimmt Freude daran, drinnen zu spielen. Oder vielleicht möchte es auch einfach ein schönes Bad nehmen. Nicht wirklich. Stinky liebt es, draußen zu sein und spazieren zu gehen. Bitte entschuldigt ihn. Und er liebt es so sehr zu spielen. Okay, tschüss. Ich muss diesen Gestank loswerden. Oh yeah. Viel besser. Oh, hi. Okay, dein Tauchgang war besser. Ich geb zu. Hey, und was ist, wenn wir diese Blumen benutzen würden, um Stinky besser riechen zu lassen? Oh? Die große Problemlösekönigin True. Mila, Stinky, wartet! Tolle Blumendecke, aber ich mochte es lieber, als Stinky noch gestunken hat. Wow, diese Blumen sind wunderschön. Danke, Königin Majestät True, eure Hoheit. Komm mit, Stinky. Ich werde explodieren. Königin sein für einen Tag funktioniert irgendwie nicht so gut, oder? Och, ich weiß nicht. Ich finde, dieser Poncho ist echt klasse. Stinky, komm zurück! Wenn wir Stinky davon abhalten wollen, das Regenbogenreich zu verpesten, dann brauchen wir dringend Wunschhilfe. Richtig. Süßer, süßer, stinkender Poncho. Auf zum Wunschbaum, bitte! Mein Stinky-Poncho! Schlimm stinkt es doch gar nicht. Heisi, wir haben da draußen ein großes Stinkeproblem. Was du nicht sagst. Oh nein, ich kann Stinkys Gestank bis hier oben riechen. Ja, aber keine Sorge. Ich habe einen wilden Windfahnen, der den Gestank wieder nach draußen pusten kann. La la, la la la. Warum? Ich nehme ihn. Ich behalte den Gestank. Wie hat dieses Stinkproblem angefangen? Also, heute ist doch bei uns der königliche Wunschtag. Aber der Regenbogenkönig musste sich mit Düstergrau treffen. Also machte er daraus einen königlichen Wunschtag mit einer Königin. Und die bin ich? Oh, herzlichen Glückwunsch, Eure Hoheit. Das muss harte Arbeit sein. Ja, es war wirklich schwer, den Überblick über all die Anliegen zu behalten. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe einem Mädchen erlaubt, ihr Haustier auszuführen, rund um die Uhr. Und wohin sie will. Hört sich für mich nicht so schlimm an. Ist es aber. Ich wusste ja nicht, dass ihr Tier ein Stinktier ist. Oh, also daher kommt der Gestank. Das gesamte Regenbogenreich ist voll mit dem Gestank. Lasst uns darüber nachdenken. Super Idee. Hm.
Wie können die Wünsche dir helfen? Also, ich kann Stinky ja nicht vom Stinken einfach abhalten, aber ich könnte einen Wunsch benutzen, um ihn besser riechen zu lassen. Einen schlechten Geruch mit einem guten überdecken. Ja, und ein anderer Wunsch könnte den Gestank von den Leuten wegbewegen, die ihn nicht riechen wollen. So wie dein wilder Windfahren das gemacht hat. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine ein gutes Gefühl bei diesen Wünschen. Mal sehen, was die Wunschklopädie dazu sagt. Ah, hier ist er. Dein erster Wunsch heißt Dufti. Er produziert wundervolle Gerüche. Klingt wie der perfekte Wunsch, damit Stinky ab sofort besser riecht. Also, wo ist dein zweiter Wunsch? Ah, Busch. Er kann Luft ansaugen und sie genauso stark wieder rauslassen. Also können wir Stinkys Gestank einfach absaugen und irgendwo hinpusten. Schick ihn zu mir. Ich kümmere mich drum. Oh, das ist gut. Und zu guter Letzt Enderer. Er kann Dinge vergrößern oder verkleinern. Das ist lustig. Ich weiß zwar nicht, wie Größenverändern mir helfen kann, den Gestank loszuwerden. Oh. Aber mir fällt schon was ein. Vielen Dank, Sie. Und vielen Dank, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bis bald, Sie. Viel Glück beim Lösen des Stinkeproblems. Düstergrau, musst du denn deine Bedrückung unbedingt überall verteilen? Nein, aber sie für mich zu behalten wäre Verschwendung. Und ich hasse Verschwendung. Entschuldige, Cumulo, mein Lieber. Wir hätten dich warnen sollen. Davor, wie genial dieser Geruch ist. Hi, Mila. Hi, Stinky. Wie läuft's mit eurem Spaziergang? Nicht so toll. Ich kann niemanden finden, um mit Stinky zu spielen. Das tut mir leid, Mila. Hätte ich meine königlichen Pflichten erfüllt, wäre das hier nicht passiert. Aber vielleicht kriege ich das mit Wunschhilfe wieder hin. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Mach auf, Dufti! Wunsch werde wahr! Wenn Stinky vorbeikommt, besprühe mit deinem schönsten Duft. Jetzt! Es hat geklappt, du riechst toll, Stinky! Gute Arbeit, Dufti! Stinkys Gestank! Jetzt verpestet er sogar noch Duftis Duftwolke! Jetzt stinkt es sogar noch schlimmer! Du meinst besser? Was meinst du, wie lange hält sich das in einem Glas? Okay, wir haben versucht, Stinky zum Duften zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Dann versuchen wir jetzt, den Gestank loszuwerden. Ja, wenn ich könnte, würde ich alles einfangen. Das wird Wusch übernehmen. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Busch. Wunsch werde wahr.
Wusch, ich hoffe, du hast genug Platz für eine Menge Gestank. Nur noch einmal riechen. Ah, mein Glas! Oh, Excel, Hilfe! Ich helf dir, Bee! Ich hab dich! Danke, True. Und ich hab mein Glas zurück. Warte, Bee, riech mal. Stinky stinkt nicht mehr. Wir haben's geschafft. Düstergrau ist immer noch bedrückt. Und er bedrückt auch alles andere. Oh nein, das ist schrecklich bedrückend. Nicht doch. Das wäre eine schöne Abwechslung von all der lärmenden Fröhlichkeit. Regenbogenkönig, geht es euch gut? Die Anwesenheit von Düstergrau muss mich bedrückt haben. Tja, was soll's? Es gibt eh keinen Grund, glücklich zu sein. Hab ich das gerade gesagt? Er ist auf dem Weg zum Regenbogenschloss, um es zu bedrücken. Ich brauche Hilfe. Oder lasst es sein. Das ist schrecklich, Bee. Der König ist ganz bedrückt. Wir müssen ihm schnell helfen. Und was ist mit Wusch? Ich weiß nicht, wie lange er diesen tollen Geruch festhalten kann. Hüpft alle rein. Das ist schon etwas, das man nicht jeden Tag sieht, oder? Komm mit, Bee. Und du kommst auch mit uns mit. Regenbogenstadt muss bedrückter sein. Oh nein, wir dürfen Düstergrau das Regenbogenschloss nicht bedrücken lassen. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht. Regenbogenkönig, kommt wieder zu euch. Ach, ich kann nicht schnipsen, aber vielleicht mit meinem Schwanz. Tabelle! Düstergrau, nicht jeder will bedrückt sein. Und nicht jeder auf der Welt will glücklich sein. So ist das halt, True. Was machen wir jetzt? Ich hab doch noch einen Wunsch übrig. Änderer. Aber wie kann dieser Wunsch uns dabei helfen, Düstergrau davon abzuhalten, alles zu bedrücken? Lass mich mal nachdenken. Düstergrau bedrückt die Dinge, indem er sie mit seinem Zepter berührt. Aber er kann nichts bedrücken, wenn er sein Zepter nicht findet. Ich lasse es einfach von Änderer schrumpfen. Ich mag deine großartigen Ideen, kleinartigen. Ach, du weißt, was ich meine. Änderer, ich brauche dich. Sitzabzu, ausgewählt bist du. Wach auf, Änderer. Wunsch werde wahr. Hallo, Änderer. Lass uns Düstergraus Zepter schrumpfen. Regenbogenschloss. Menschen fangen an zu lachen, nur weil sie es anschauen. Das kriege ich hin. Was passiert da? Ich mag es nicht, wenn Dinge passieren. Das hast du so toll gemacht. Ja, jetzt wird Grau niemals wieder. Oh, da ist es ja. Au. Ich hab dich. Oh, meine Augen sind einfach manchmal nur viel zu gut. Oh nein, das ist ja ganz furchtbar. True, es ist noch schlimmer, als du denkst. Also, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Dieser Geruch, er ist nicht schlecht. Es wäre schön, den immer um sich zu haben. Hey, hast du das gehört, True? Das klang wie eine Bitte. Eine königliche Bitte. Du hast recht. Wenn Düstergrau diesen Geruch so sehr mag, bestimme ich als Königin des Tages, dass er ihn bekommt. Ich muss aber nicht mein Stinkglas rausrücken. Nein, ich habe eine noch bessere Idee. Änderer, ich brauche dich. Kannst du diese riesige Stinkwolke schrumpfen? Dann los! Vielen Dank! Wow, eine hochkonzentrierte Stinkwolke. Das reicht für immer. Düstergrau, meinst du, diese Stinkwolke würde dich selbst so glücklich machen, dass du alle anderen wieder aufmuntern kannst? Keine Versprechen, super, super True-Schuhe. Hey, gar nicht schlecht.
schlecht. Also das ist besser. Es hat geklappt. Jetzt zu Düstergraus Zepter. Danke, glaube ich. Komm zurück zu den anderen. Puh, du hast es geschafft. Jetzt ist alles wieder fröhlich. Wie hat es dir gefallen, einen Tag Königin zu sein? Es war schwieriger als gedacht, Eure Majestät. Und ich habe ein paar Fehler gemacht. Das ist in Ordnung, True. Um ehrlich zu sein, ich habe auch nicht immer alle Antworten zur Hand. Wer hat das schon? Hey! Tut mir leid, Mister. Aber er will einfach nur mit jemandem spielen. Wer will das nicht? Wer hätte gedacht, dass Gestank Probleme lösen kann? Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe nie an dir gezweifelt. Mir ist noch nicht alles recht, aber jetzt ist weniger schlecht. Gefällt's euch nicht, ist mir das egal. Mancher Gestank stinkt, ein anderer ist schlicht. Was du gern magst, ich weiß es nicht. Wenn du mein Glas nimmst, tut's mir weh. Wir singen und springen, es ist real. Was andere wollen, ist uns egal. Hier ist es toll, hier mögen wir's. Jeder Mann von Katz zu König. Wir sind uns sowieso nicht einig, denn jeder mag das, was er gerne mag. Wo ist Cumelo? Es ist ein perfekter Tag zum Fliegen. Du hast recht, True. Ich liebe es, den Wind in meinem Fell zu spüren. Weißt du, Bartleby, ich liebe das Gefühl von Wind in meinem Gesicht. Ich denke, es ist Zeit für einen fantastischen Freifall-Tauchkringel. Dann mal los. Du bist die Beste, Cumelo. Du hast recht. Regenbogenstadt sieht heute besonders schön aus, Cumelo. Wow, das ist spektakulär. Wäre es nicht toll, wenn jeder in der Regenbogenstadt die Aussicht hier oben genießen könnte? Das erinnert mich an was. Ich arbeite an einer speziellen Überraschung für die Bewohner von Regenbogenstadt. Du hast einen Riesenfisch-Pusti-Cracker gemacht? Oh, danke, True. Aber weißt du, wenn ich den Riesenfisch-Pusti-Cracker alleine esse, breche ich den Weltrekord. Und dann ist nichts mehr für die anderen übrig. Also, ich glaube, du hast das nicht wirklich gut durchdacht, True. Ehrlich gesagt, habe ich noch was viel Besseres vor. Es ist gleich da vorne. Was ist das? Das ist mein fantastisches, großartiges Schwebeboot. Oh, jetzt hab ich's. Es ist ein Boot, das schwebt. Ja, yep, und zwar oben am Himmel. Ich baue es, damit jeder das Regenbogenreich so sehen kann wie wir. So wie wir, wenn wir mit Cumelo fliegen. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten fertig machen. Brauchst du Hilfe? Alles gut, ich schaff das. Oh, klasse. Ich weiß etwas, das Hilfe benötigt. Hallo, Fischpusti-Crackers. Das ist so gut. Schon okay. Ich schaff das. Heia! Alles gut. Ich schaff das. Ich schaff das! Alles gut, ich schaff das! Alles gut, ich schaff das! Alles gut, ich schaff das! Danke, Cumelo! Und das wäre das. 101 Wege, einen Fischpusti-Cracker zu essen. Das ist Weltrekord, weißt du? Volltreffer. Also, was denkst du, hä?
Naja, ich denke, ich hätte auch 102 geschafft, aber... Oh, weißt du was? Ich probiere 102. Bin gleich wieder da. Okay, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Wir wollen gleich abheben. Hi, True. Hi, Mila. Hi, Steinchen. Ist das dein Schwebeboot? Können wir damit fahren? Können wir? Aber klar, ihr seid unsere allerersten Fahrgäste. Juhu! Also, wie fängt das Boot an zu schweben? Ganz einfach. Erst muss ich den linken Ausgleicher drehen. Dann den rechten Ausgleicher. Und dann muss ich nur noch den Heber anheben, um euch ganz nach oben zu bringen. Und dann aktiviere ich die Sicherheitsbremse, damit das Schwebeboot nicht wegfliegt. Oh, okay. Dann schweben wir mal los. Komm mit, Steinchen. Bereit machen zum Abheben. Linker Ausgleicher, los. Oh, das ist ein bisschen zu fest. Alles okay, Cumelo. Ich schaff das schon. Ich brauche dafür allerdings den Spanner. Jetzt nur ein bisschen Druck. Oh, das war's schon. Sehr gut. Und jetzt der rechte Ausgleicher. Los! Oh, Bartleby, genau rechtzeitig. Sieh dir das an. Wir heben den Heber an. Jetzt! Wow, dein Schwebeboot ist wirklich am Schweben, True. Ja, yep, genau wie geplant. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Schwebeboot gesehen. Aber ich würde sagen, dieses ist am schwebebootigsten. Danke, Bartleby. Das ist fantastisch! Wie es abhebt! Das ist ein wenig höher, als ich erwartet hätte. Ja, und es schwebt immer höher und 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 höher! Ich habe die Sicherheitsbremse vergessen. Es schwebt davon! Bartleby, schnell, spring auf meinen Kopf! Nimm das Seil! Ich hab es! Was ist das Gegenteil von ich hab es? Ich hab es nicht. Das ist die beste Fahrt aller Zeiten! Du hast einen Komm-Runter-Knopf eingebaut, oder, True? Ehrlich gesagt, nein, Bartleby, hab ich nicht. Aber wie sollen wir Mila und Steinchen dann wieder runterbringen? Wir könnten mit Cumelo hochfliegen und sie runterholen. Cumelo! Oh, Cumelo! Oh, Cumelo! Das ist seltsam. Cumelo kommt doch immer, wenn du sie rufst. Wir suchen besser nach ihr. Cumelo! Entschuldigung, haben Sie Cumelo gesehen? Ja, eine weiße, fluffige Wolke. Ungefähr, so groß. Eine weiße, fluffige Wolke, die ungefähr so groß ist? Also da in den Büschen ist etwas, das auf die Beschreibung passt. Das könnte Cumelo sein, schätze ich. Danke für Ihre Hilfe. Komm mit, Bartleby. Cumelo! Wieso versteckst du dich? Das Schwebeboot ist fantastisch. Wir haben so viel Spaß. Hey, Leute. Naja, zumindest haben Sie da oben eine Menge Spaß. Wir müssen das Schwebeboot unbedingt runterholen, bevor noch irgendetwas passiert. Mila und Steinchen sind in Schwierigkeiten. Wir müssen zum Schwebeboot fliegen. Kannst du uns hochbringen, Cumelo? Ist Cumelo geschrumpft oder sind wir gewachsen? Irgendwas ist anders. Vielleicht kannst du uns gerade doch nicht hochfliegen. Cumelo, bleib hier! Wow, sie wird wirklich klein. Und sie regnet. Ich habe sie noch nie regnen gesehen. Ich auch nicht. Aber glücklicherweise hast du diese schönen gelben Stiefel. Das hier ist ernst, Bartleby. Auf zum Wunschbaum. Wir brauchen Wunschhilfe. Aber wie sollen wir ohne Cumelo da hinkommen? Das wird dir nicht gefallen, Bee. Diesmal benutzen wir unsere Füße. True, das ist köstlich. Wie witzig du bist.
Warte, meinst du das ernst? Bereit, Bee? Auf die Plätze, fertig und los! Hey, was auf mich! Wir hätten den Bus nehmen sollen. Ich glaube, der Bus hält nicht am Wunschbaum. Darüber sollten wir mit dem Regenbogenkönig sprechen. Da ist er! Endlich! Jetzt müssen wir es nur noch nach oben schaffen. Sollte kein Problem sein. Geschafft! Noch nicht ganz, Bartleby. Hey, wir sind da! Beinahe. Oh. Okay, das hier muss die Spitze sein. Nur noch ein kleines bisschen. Wir haben es geschafft, Bartleby. Ich bin stolz auf uns. Oje, danke, True. Sieh, wir brauchen Wunschhilfe. True, Bartleby, was ist passiert? Mein Schwebeboot ist weggeflogen, mit Mila und Steinchen an Bord. Und Cumulo hat angefangen zu regnen und zu schrumpfen. Und dann ist sie weggeflogen, aber wir haben sie gefunden. Leider haben wir nicht mehr auf sie draufgepasst und dann ist sie umgekippt und... Wir mussten hierher laufen und ich kann kaum noch... Atme. Gute Idee. Okay, lasst uns sitzen und nachdenken. Also, True, wie genau kann der Wunschbaum dir helfen? Zuallererst müssen wir Mila und Steinchen wieder sicher nach unten bringen. Sie sitzen auf dem Schwebeboot fest. Aber das Problem ist, dass ich es ohne Cumulo nicht wieder runterbekomme. Was ist denn mit Cumulo? Cumulo ist winzig klein geworden. So klein wie wir. Und sie ist weggeflogen. Also, wir müssen Cumulo finden und Mila, Steinchen und das Schwebeboot in Sicherheit bringen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Lasst uns sehen, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte zu sagen hat. Zuerst haben wir Schwebi. Schwebi! Großartig! Ein Blasenwunsch, der dich so hoch nach oben bringt, wie du möchtest. Perfekt. Wir müssen bis nach oben zum Schwebeboot, bitte. Schwebi! Das ist Sumi, ein Teleskopwunsch. Sumi! Sumi kann euch dabei helfen, kleine Dinge zu finden, die weit weg sind. So wie die winzig kleine Cumulo. Willkommen an Bord, Sumi. Du wirst sicher eine große Hilfe sein. Sumi! Auf den hier habe ich gewartet. Das ist Spritzer. Einer von den sehr seltenen Wünschen. Spritzer ist so klein. Ich glaube, wir brauchen Sumi, um ihn zu sehen. Spritzer! Oh, Spritzer ist so süß. Ist es deine Wunschkraft, so hinreißend zu sein? Ja, süß und klein, aber auch mächtig. Lasst euch nicht von der Größe täuschen. Spritzer ist wirklich kraftvoll. Durch den Vorgang der Wunschmose kann Spritzer super viel Wasser aufnehmen und durch seine poröse Epidermis wieder rausspritzen. Kurz gesagt, Spritzer kann spritzen. Ja, genau. Ihr müsst einfach nur Folgendes rufen. Spritzer, spritz! Ihr Wünsche werdet sicher eine große Hilfe sein. Ich kann's kaum erwarten, euch in Aktion zu sehen. Susip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Viel Glück, True. Danke, Sie. Komm mit, Bartleby. Lass uns Cumulo finden. Vielen Dank, Wunschbaum. Mila und Steinchen. Da sind True und Bartleby. Hey, Leute! Mila! Steinchen! Wir kommen euch holen! Oh, nur keine Sorge, True. Wir haben eine tolle Zeit. Und die Aussicht ist spektakulär. Oh, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Hey, sie sind verschwunden. Sie hängen in der Wolke fest. Wir müssen da hochkommen, bevor etwas passiert.
Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Schwebi. Wunsch werde wahr. Hey, Schwebi, wir müssen hoch zum Schwebeboot. Blubber uns hoch, Schwebi. Die Wolken sehen für mich alle gleich aus. In welcher verstecken sich Mila und Steinchen? Ich weiß es nicht, aber sie müssen hier irgendwo sein. Oh, mir ist so langweilig. Was dieses Ding wohl macht? Sie fliegen einfach viel zu schnell. Nur Cumelo kann so schnell fliegen. Schwebi, ich danke dir. Wir müssen jetzt wieder nach unten. Wir müssen Cumelo finden. Wow. Danke fürs Mitnehmen, Schwebi. Und jetzt zurück mit dir in den Rucksack. Okay, hier haben wir Cumelo zuletzt gesehen, als sie geweint hat. Hey, Sinotrue, Pfützen! Das müssen Wolkentränen sein. Bartleby, Cumelo muss hier lang gekommen sein. Los jetzt! Die Spur endet hier. Cumelo! Wo bist du? Ich glaube, wir werden sie nie finden. Wir haben überall gesucht. Nicht weinen, True. Du findest einen Weg. Findest du doch immer. Oh, also, danke, Bee, aber ich weine nicht. Ein Regentropfen? Cumelo muss in der Nähe sein. Ja, aber wo? Sie muss so klein geworden sein, dass wir sie nicht mehr sehen können. Aber vielleicht gibt es einen Weg, sie zu finden. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Sumi. Wunsch werde wahr. Hi, Sumi. Kannst du uns helfen, Cumelo zu finden? Sie ist irgendwo in diesem Baum. Sumi. Lass uns das mal vergrößern. Was siehst du, True? Siehst du irgendwas? Bisher nicht. Nur viele Blätter. Cumelo, da bist du ja. Danke, Sumi. Jetzt übernehme ich. Zurück in den Rucksack, bitte. Schön, dass es dir gut geht, aber bitte versteck dich nicht, Cumelo. Ich brauch dich. Ich weiß, ich habe dich beim Schwebeboot nicht um Hilfe gebeten. Es ist nur, manchmal denke ich, ich könnte Dinge auch alleine schaffen. So bin ich einfach. Aber ich lag falsch. Es tut mir leid, Cumelo. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich auch. Wir vermissen dich, Cumelo. Komm schon, Cumelo. Genauso. Ohne dich kann ich das Schwebeboot und Mila und Steinchen nicht retten. Steinchen, wollen wir noch schneller schweben? Wir müssen dich wieder groß kriegen, Cumelo. Und zwar schnell. Was ist dein Plan, True? Ich habe noch einen Wunsch übrig. Spritzer. Und wie soll Spritzer Cumelo helfen? Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber dafür müssen wir Wasser finden. Bist du bereit, Cumelo? Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Spritzer. Wunsch werde wahr. Okay, Spritzer. Zeig uns, was du so drauf hast. Wohlbekommst. Wow, das ist ganz schön viel Wasser, Spritzer. Spritzer! Okay, Spritzer. Und jetzt komm hier rüber zu Cumelo. Genauso. Schön
Spritzer. Los! Schön, dass du wieder normal bist. Du siehst besser aus als sonst. Danke für deine Hilfe, Spritzer. So, zip, zap, ab mit dir in den Rucksack. Das sieht nicht sicher aus. Das ist großartig. Cumelo, wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's, Cumelo! Juhu! Hey, ich will das auch probieren. Versteht mich nicht falsch. Ich habe immer noch Spaß, aber meine Arme werden müde. Wenn ich groß bin, will ich auch so sein. Okay, vielleicht wird es Zeit anzuhalten. Wir kommen. Los schneller, Cumelo! Los schneller! Hi, Mila! Hi, Steinchen! Wie läuft es? Großartig! Ich denke, wir sind mit dem Bootschweben durch. Danke! Langsam, Cumelo! Bleib an ihm dran! Mila! Steinchen! Ihr müsst jetzt loslassen! Loslassen? Habt keine Sorge! Wir fangen euch! Sind wirklich super fluffig. Danke, True. Das hat wirklich Spaß gemacht. Gern geschehen. Aber ohne Cumelos Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ja, vielen Dank, Cumelo. Ah. Jubeln wir für die beste Wolke am Himmel. Ja! Mir geht's gut. Danke nochmal, Cumelo. Komm mit, Steinchen. Wir üben jetzt ein bisschen Parcours. Danke, Cumelo. Du warst großartig. Ja, gut gemacht, Cumelo. Tja, True, sieht so aus, als hätten wir mal wieder den Tag gerettet. Bis auf, das Schwebeboot ist kaputt. Kannst du es reparieren, True? Das kann ich, aber nur mit Cumelos Hilfe. Bräuchte jetzt den Spanner, bitte. Danke, Cumelo. Einzelticket, bitte. Genießt die Fahrt. Lasst die Hände die ganze Zeit innerhalb der Geländer. Der Nächste, okay. Tut mir leid, kleine Helfer, aber ihr müsst mindestens so groß sein, um mitzufahren. Na gut. Alle an Bord. Wie sieht es aus, True? Fast fertig, Bee. Es fehlt nur noch eine letzte Sache. Okay, Cumelo, jetzt bist du dran. Wirklich klasse, Cumelo. Das Regenbogenreich rennen. Den kriege ich. Und wieder zurück. Ja, boom. Hab ich. Ups. Entschuldige, Bartleby. Danke, kleiner Helfer. Den krieg ich. Oh, ups. Oh. Und der trifft genau meinen Kopf. Hi, Regenbogenkönig. Du hast einen Rennwagen. Wahnsinn. Sagt Hallo zu meinem Regenbogenraser. Hi, Regenbogenraser. Warum genau hast du einen Kürbisraser? Es war einmal vor Mondzeiten, als meine Regenbogenwache und ich Rennkumpel waren. Ich hole ihn immer noch gerne für eine Fahrt raus, um den Wind in meinem Cape zu spüren. Stimmt doch, Regenbogenwache, oder? Mhm. Und weißt du noch, wie viel Spaß es gemacht hat, ein paar Runden durch unser Königreich zu drehen? Denkst du vielleicht das Gleiche wie ich, Bee?
dass es Zeit ist für Fischpusti-Cracker und Streicheleinheiten? Du kannst dich später noch streicheln lassen. Zuerst bauen wir unseren eigenen Rennwagen. Boah, die Idee gefällt mir sogar noch besser. Los geht's! Bis bald! Ich bin gespannt zu sehen, was Sie bauen. Oh ja, wir bauen uns jetzt eine Maschine. Sie wird cool, cool, cool in der Sonne glänzen. Und der Wind weht durch unser Haar. Einfach Spaß, 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 na das ist doch klar. Fahren, fahren, wir sind die Besten. Laut wie Donner, wir sind ein Wunder. Haben wir so viel Spaß, heißt das, wir sind zusammen. Famose Funken, er ist wunderschön. Gefällt er euch wirklich? Oh ja, euer Wagen ist so unglaublich, dass ich hiermit das erste große offizielle Regenbogenreichrennen ankündige. Wahnsinn, das wird total Spaß machen. Willkommen zum großen Regenbogenrennen. Das wird so unfassbar toll! Da werfe ich sogar meine Cracker! Ja. Lasst uns regenbogenhaft für die heutigen Fahrer jubeln! Mit der Nummer 4, die Yeti! Ja. Mit der Nummer 2, ein Regenbogenstadtbus! Ich bin ein Bus! Mit der Nummer 5, meine Regenbogenwache! Mit der Nummer 3, die Waldblumenkinder! Mit der Nummer 1, True und Bartlebee! Mit der Nummer 6, Prinzessin Griselda. Yeah. Oh, hi Griselda. Dein Wagen ist so, naja, Griselda-haft. Danke, True. Mein Grismo-Mobil ist das luxuriöseste Automobil, das man kriegen kann. Es wurde gebaut, um Erster zu sein, weil es kein Rennen ohne Gewinner gibt. Also, ich glaube, der wahre Gewinner ist, wer am meisten Spaß hat. Ganz bestimmt sogar, oder, Fusselmäuse? Oh, Fusselmäuse, so fusselig und fusselig. Viel Glück euch allen. Viel Spaß. Ja, danke, True. Fahrer, ihr startet hier und zipp, zapp, zu durch das ganze Königreich, indem ihr diesen speziellen grünen Pfeilschild dann folgt. Der Wagen, der zuerst wieder Sipsapsu hier ist, gewinnt. Also schnallt euch an, Regenbogenfahrer. Bereit loszulegen? Es ist Regenbogenrennenzeit. Los, los, los! Richtung? Naja, keine Zeit ist zu ändern, wenn ich an der Spitze bleiben will. Tada! Sagt, dass wir den grünen Pfeilen folgen sollen. Diese hier sind rot. Kann's nicht sehen. Mir wird... Wo haben wir zuletzt einen grünen Pfeil gesehen? Da lang. Ah!
sind mehrere grüne Pfeile, die in diese Richtung zeigen. Also muss das der richtige Weg sein. Hallo, kleiner Helfer. Könntest du den grünen Pfeil bitte für uns richtig herumdrehen? Danke. Liebe Regenbogenrennfahrer, folgt uns zurück auf die Rennstrecke. Wundervoll. Wir müssen schneller fahren. Geht es dir gut, Fruki Muffin? Lächelndes Gesicht. Wir sollten zurück zum Rennen. Das ist mein Glückstag. Mein Grismo-Mobil hat ein Schlagloch getroffen und es ist nichts passiert. Wow, das ist interessant. Ein paar der Kristalle sind abgefallen. Wenn jemand da drüber fährt, könnte deren Reifen platzen oder jemand rutscht weg. Naja, man sollte ja immer auf die Straße achten. Lass uns gehen, Fruki. Pass auf! Fahren, fahren, alle geben alles. Okay, lass uns das nie wieder tun. Geht es euch allen gut? Hey! Aber klar doch. Hey, das ist nicht meine Haltestelle. Naja, meine ist es auch nicht. Kein Gemecker im Bus. Jetzt habe ich einen platten Reifen. True, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Nur keine Angst. True weiß, was wir tun sollen. Tust du doch, oder? Ich nämlich nicht. Wirklich keine Ahnung. Aber ich habe Ahnung. Wir kriegen das wieder hin. Steckt bitte etwas mehr Energie in diese Sprünge. Hey, können wir jetzt zurück ins Rennen, bitte? Seht ihr? So gut wie neu. Danke, Chu. Gern geschehen. Und jetzt zurück zum Rennen. Das die einzige Straße hier raus? Dann sitzen wir in der Falle, in der Falle. Ich weiß genau, wie das hier endet. Ich wollte doch jetzt in Panik geraten. Aber sie kann das viel besser. Brauchen wir jetzt einen Wunsch? Also, einen Reifen zu reparieren ist das eine. Aber einen schweren Felsbrocken zu bewegen. Ja, wir brauchen definitiv Wunschhilfe. Cumelo! Wir sind gleich wieder da. Ab zum Wunschbaum, bitte. Schneller, Cumelo, schneller. Danke, Cumelo. Hi, Sie. Hi, True und Bartleby. Ihr kommt gerade rechtzeitig zum Rennen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Also, wie läuft's bei eurem Rennen? Wartet, wenn ihr hier seid und gerade nicht fahrt, dann bedeutet das... Dass wir ein großes Problem haben. Eine Gruppe Fahrer steckt auf dem Grund einer Schlucht fest und der einzige Weg, der rausführt, ist blockiert. Von einem Felsbrocken, der... Bam. Donner, Schlag und Blitz. Lasst uns darüber nachdenken. Wartet mal. Wir haben einen Gewinner! Kommt, wir setzen uns jetzt erst einmal hin.
Wie kann ich dir helfen, dieses Problem zu lösen? Ich brauche einen Wunsch, der uns am Felsbrocken vorbeibringt, damit wir wieder hoch zur Rennstrecke fahren können. Ja, meine Fusselmäuse werden kribbelig, wenn wir nicht weiterfahren. Wie groß ist dieser Felsen? Er ist riesig. Wir brauchen also einen Wunsch, der uns hilft, ihn aus dem Weg zu schaffen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauber. Wünsche, 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 Wünsche. Das sind aber sehr interessante Wünsche. Mal sehen, was uns die Wunschklopädie über ihre Kräfte verrät. Wunsch Nummer 1 heißt Änderer. Ein Wunsch, der alles größer oder kleiner machen kann. Du kannst den Felsbrocken für uns verkleinern, sodass wir an ihm vorbeikommen können. Was für ein toller zweiter Wunsch. Seilchen. Du kannst diesen Wunsch benutzen, um Dinge einzufangen und zu bewegen. Das ist toll! Sollte einer der Wagen im Graben landen, können wir ihn mit Seilchen wieder rausholen. Yeah. Und dein letzter Wunsch heißt Würfelgruß. Er schwimmelt und schwabbelt und ist sehr elastisch. Ich weiß zwar noch nicht, wie er mir helfen kann, die Fahrer wieder ins Rennen zu schicken, aber mir wird schon irgendwas einfallen. Danke, Sie. Und vielen Dank, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bist du bereit, Bartleby? Fast. Was? Ich mag Fusselmäuse echt gern. Danke, Sie. Viel Glück und gute Fahrt. True? Hast du dir etwas ausgedacht, wie wir hier rauskommen? Hast du? Hast du? Keine Sorge, das habe ich. Zip-Zap-Zoo, ausgewählt bist du! Komm auf, Änderer! Wunsch werde wahr! Siehst du den riesigen Fels, der den Weg blockiert? Wir müssen ihn unbedingt verkleinern. Und los! Gut gemacht, Änderer. Der Weg ist wieder frei. Lasst uns fahren. Alle zusammen, stopp! Der Weg ist eben nicht wieder frei. Diese Kristalle haben meine Reifen zerstört. Wenn wir darüber fahren, werden unsere Reifen auch kaputt gehen. Es sind zu viele, um sie alle zu schrumpfen. Ich weiß, Änderer. Bitte verkleinere uns. Ich kann nicht behaupten, dass ich das erwartet hätte. Jetzt kommt schon, Leute. Lasst uns fahren. Wartet nur ab. Jetzt kommt der gute Teil. Oh, Mann. Eine Haltestelle. Im Bus wird weder gegessen noch getrunken. Danke, Änderer. Also besser kann das Rennen nicht mehr werden. Bist du sicher? Ich dachte, du möchtest vielleicht gern selber fahren. Du bist die Beste, True. Ich weiß. Bin ich wirklich. Schnall dich zuerst an. Rechts ist das Gaspedal und zum Schalter. Ja! Yeah!
Hallo. Ich habe eine Menge Vorsprung vor den anderen Fahrern und das ist gut. Aber sie kommen näher. Und das ist schlecht. Ich muss schneller werden, wenn ich an der Spitze bleiben will. Aktiviere den Grismo Turbo. Ja, also das macht richtig Spaß. Wieder da. Bis auf Frau Bonnie. Mach dir keine Sorgen um mich, Chew. Ich stecke bloß auf einem Kaktus. Ich stecke auf einem Kaktus. Holt mich runter. Holt mich runter. Yetis, ihr seid groß und stark. Könnt ihr Frau Bus runterholen? Ich werde Upsi. Wenn nicht mal Yeti sie da runterkriegen, wer dann? Ein super starker Seilwunsch. Seilchen, lass uns anfangen zu ziehen. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Seilchen. Wunsch werde wahr. Wir brauchen ein langes Lasso, mit dem wir Frau Bus runterholen können. Schaffst du das? Juhu! Seilchen, Seilchen, los! Soll das hier noch den ganzen Tag dauern? Ich glaube an dich, Seilchen, du schaffst das. Ich fühle mich gequetscht. Vorsicht! Ich komme! Fertig und bereit! Das hast du so toll gemacht. Ja. Ein dickes Dankeschön auch von mir. Und von mir. Hände in den Bus. Wuppadu. Komm wieder zurück zu den anderen. Okay, alle zusammen. Wir haben noch ein Rennen zu fahren. Schneller, Grismo. Schnell, schnell, schneller. Wie kann uns ein großer, schwabbeliger Würfel hier helfen? Würfelgroß kann Grisel das Auto umschließen und es dann von der Klippe wegrollen. Was, wenn es fällt? Naja, dann ist es von Schwabbel umgeben und hat eine schöne, weiche Landung. Bist du dir sicher, dass das klappt, True? Ich bin nämlich sehr empfindlich. Ja, empfindlich. So empfindlich wie der Zehennagel eines Yetis. Würfelgroß, wir brauchen deine Hilfe. Mach auf, Würfelgroß! Wunsch werde wahr! Okay, Würfelgroß, du musst Griselda in Sicherheit wackeln. Bist du bereit? Und es geht los! Griselda! Flieg so schnell du kannst und umschließe das Grismo-Mobil! Hilfe! Du hast es geschafft, Würfelgroß. Tolle Arbeit. Danke, Würfelgroß. Ja, danke. Geht es dir gut, Griselda? Ja, danke schön, True. Aber ich habe immer noch ein Rennen zu gewinnen. Ich sehe dich an der Ziellinie. Kommt schon, Leute. Zurück ins Rennen.
da ein Auto? Und die ersten Fahrer, die durchs Ziel kommen, sind die Waldblumenkinder! Das ist immer noch nicht meine Haltestelle. Steig einfach aus. Kannst du glauben, dass ich nicht gewonnen habe? Hattest du wenigstens Spaß? Ja, ich denke, den hatte ich. Gewinn ist also nicht alles. Ha, was soll's? Herzlichen Glückwunsch an all unsere Fahrer. Es war einfach toll, Regenbogenkönig. Großartig. Jetzt lasst uns mit ein paar royalen Naschereien und Getränken feiern. Naschereien und Getränke? Mhm. Damit gewinnt wohl jeder.